So, reit mal nicht auf Blitze. Geht doch viel schneller. Ah, Banditen. Töten wir! Morden wir! Du wagst es auf mich einzuhauen? Auf mich? Wir haben ja den Hexertrank auch nicht mehr drin. Stimmt, da geht ja auch raus, wenn man meditiert, ne? Das war auch nicht Weinfede. Das war auch wieder sowas zwischendurch. Also die Schmetterlinge, die man hier entdeckt, das, also hier in Toussaint ist es noch schlimmer als auf dem Rest der Karte. Chaotisch gefügtes Tagebuch, das könnte von mir sein. Ja, okay. Wir nehmen alles mit. Und wie ich sehe, bin ich überladen. Ganz toll. Ganz großes Kino. Da habe ich jetzt nicht darauf aufgepasst, dass wir uns nicht überladen. Moment, was ist? Wegwerfen. Wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. So. Müssen wir uns wieder darauf beschränken, nur Wichtiges mitzunehmen und nicht alles. Wie mühsam. Nochmal Banditen. Und jetzt soll Blut fließen. Komm näher. Morden wir! Verfluchter Kodex! Seligen Wunschen! Rette mich! Hilfe! Warum musstest du uns auf Dauer machen? Für mich, Herr, Hilfe! Heute kommt der Tod dich holen! Das glaube ich jetzt weniger. Ja, wir warten wieder, natürlich. Ah, glaubt nur auf ihn da. Ich danke dir. Ohne dich, tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Wir treffen uns dort. Ich schau vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Wenn ich schon wieder rumteleportiert werden. Achso, ich wollte doch nicht alles mitnehmen. Ja, ich bin wieder überladen. Seit wann kann man das denn? Ah, das ist nur Vorschau. Okay.
kein permanentes Verändern des Aussehens. Da habe ich schon wieder Blödsinn mitgenommen. Nee. Ah, das geht nicht mehr mit. Weiß nichts mit Wind. Jetzt laufe ich halt zigmal hin und her. Ja, genau. Bis ich den Loot habe, den ich wirklich will. So. Das ist halt ewig weit weg. Da reiten wir jetzt ein bisschen. Sehen noch ein paar Schmetterlinge, ein paar Banditen, den einen oder anderen Wolf. Da, ja, wuselt auch schon was rum. Da oben rechts wuselt auch schon wieder was rum. Ein paar Werwölfe. Zerstörtes Elfenheiligtum. Ja, wir müssten da eigentlich rechts hoch auf die Straße. Ein Bär. Hm? Kümmert uns alles nicht. Dafür werden wir nicht bezahlt. Kriegen wir kein Geld für. Was ist da? Ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Ha, da ist wieder Weg. So. Haben den Weg wieder gefunden. Ein Barg. Aber oder was? Der Werwolf? So, alle 50 Meter ist wieder eine Gruppe Monster. Das ist Toussaint. Mhm. Aber lieber so als andersrum. Also wenn man Kilometer weit läuft und einfach nichts ist, sich jetzt wenigstens abwechseln. Das Türmchen da sieht auch vielversprechend aus. Was haben wir hier? Ah, wieder diese Würmer. Au. So läuft es. Oh, wir haben ein Monsternest. Moment, dann machen wir mal weg. Natürlich. Dann nehmen wir alles mit, weil ich keine Ahnung habe, was davon wichtig ist. Und das auch nicht so viel wiegt. Wir haben noch ein Problem offen. Einem Problem zum anderen. Ach, wie auf Arbeit. Los, lauf! Ja, Wegfindung at its best, ne? Rechts. Oha. Oha.
mal irgendetwas. Insektoiden, Vampire, Geister, Hybriden, verfluchte Bestien. Aber da haben wir ja hier. Konstrukt ist es nicht, Nekrophag ist es auch nicht. Wir probieren mal das da. Ach, Post. Na, wie lange soll ich noch warten? Moment, halt, falscher Knopf. Ach, wir kommen jetzt gar nicht mehr runter. Ich wollte doch angreifen. Was soll denn das? Komm, ein Treffer. Ja, geht doch. Null Problemo. First try. Ne? Das gilt nicht als meditieren, das ist einfach nur warten. Und wir haben uns teleportiert. So, ich würde aber gern den Loot schon mitnehmen, ja. Schließlich mein Gut. Hexer, Tieren, von der mir einen Kredit gibt, vielen Dank für meine Hilfe. Frau als Sicherheit habe. Und wieder 500 Meter in eine gewisse Richtung. Ohne Schnellreise. Mach langsam. Ah, haben wir nicht einen Schnellreisepunkt? Oh, wir haben einen Schnellreisepunkt in der Nähe. Oh, eine Brücke. Ja. Komm schon, Plätze. Plätze und Brücken. Wieso haben wir da keinen? Das gibt's doch nicht. Eigentlich waren wir da noch gar nicht.
Moment, in welchem Spiel kann man während dem Rennen auf das Pferd hüpfen? Also, es wird so ähnlich beschworen. Assassin's Creed, stimmt. Da läuft man in eine bestimmte Richtung, ruft sein Pferd, das kommt von hinten angetrabt und man springt während dem Laufen auf. Genau. Hätte ich ja auch gerne. Wäre für Witcher 4, ne? Bitte notieren und umsetzen. Hast du die Fahnenfee gesehen? Heya! Zahnfee? Warte, ich kann helfen. Wohin gehst du? Na, doch nicht. Ah! Man lässt sich's also gut gehen. Aha. Stör mich bitte nicht. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. Darf ich mich dazusetzen? Vortrefflich. Ich hab Hunger. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Aber das ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Mach ich. Bis dann. Überraschung. Warte 3 Tage, geh zu dir, Mathilda. Noch einen Schmied da unten, ne? Ja. Meister Hexer, ich werde ewig in deiner Schuld stehen, mein ganzes Leben lang. Erst hast du mich aus den Händen der Hanse befreit und jetzt blüht dank dir das Weingut auf wie nie zuvor. Dafür kriegst du einen sehr guten Preis für meine Waren. Und zeig doch mal, was du hast. Mhm. Erstmal kriegst du den ganzen Plunder hier. Oh, jetzt hat er nichts mehr. Dann zerlegen wir die paar Sachen, die wir noch haben. Er hat ja plötzlich wieder Geld. Na, ja, okay. Jetzt werde ich aber den ganzen, jetzt werde ich das ganze Zeug nicht los. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 12.000. Dann, das da will ich nicht zerlegen. Geralt von Rivas Schild. Nee, das zerlegen wir nicht. Das ist besser als unseres. Das kann man zerlegen. Das zerlegen wir auch. Rüstung des Ritters Geralt von Riva. Das zerlegen wir nicht. Das ist besser als die aktuelle. Das da kommt weg. Auch besser. So. Ne, halt, langsam. Was haben wir denn? Stufe 43. Ja, es ist alles so minimal besser. Aber wenn wir weiterhin Quests erledigen. Sind wir eigentlich. Wir sind nie schlecht ausgerüstet. Durch die Gegner kriegt man ja immer. Stimmt. Reparieren können wir. Wir sind ja immer gut ausgerüstet. Nicht super und nicht perfekt und nicht in der Hexerrüstung, aber wir sind immer gut ausgerüstet. Von dem her kauft man nichts. Die Frage ist jetzt, meditieren wir jetzt einfach mal 3 Tage lang? Weil passieren tut ja eigentlich nichts. Wir meditieren jetzt einfach. Ich bin jetzt neugierig, was die für mich haben.
So, mal gucken, ob das jetzt schon als 3 Tage gilt.